Egal, ob Sie ein Theater, eine Konzerthalle oder auch ein Kino besuchen, was auf Bühne oder Leinwand gezeigt wird, kann noch so fesselnd sein. Sind die Sitze nicht bequem und tut Ihnen irgendwann der Rücken weh, dann ist es vorbei mit dem Kulturgenuss. Das weiß man auch in Plauen und stellt sich darauf ein. Das Programm des Parktheaters Plauen kann sich sehen lassen. Jedes Jahr gehen hier vielfältige Veranstaltungen über die Bühne, die zahlreiche Zuschauer anlocken. Bühnen- und Zuschauerbereich sind überdacht, sodass man vor Regen und Wind geschützt ist. Plauen möchte die Qualität des Parktheaters Stück für Stück aufwerten. Zurzeit werden die Sitzflächen erneuert. Wir haben einen Investitionsstau von 40 Jahren zu beheben, deshalb wird das uns auch nicht sofort gelingen, aber Stück für Stück werden wir daran alles setzen, dass unser Parktheater ein Primus in der Region wird. Wir fangen in diesem Jahr an mit diesen neuen Klappstühlen, Farbe Silber. Die sind sehr langlebig, farbstabil und zum ersten Mal hier in der Geschichte des Parktheaters mit einer Rückenlehne ausgestattet. Die Holzbeplankung der alten Sitze zu retten, war nicht sinnvoll. Wir haben uns Kostenangebote eingeholt, die Holzbeplankung alleine neu zu gestalten, 60.000 Euro. Dann haben wir getüftelt. Also wir haben drei verschiedene Modelle vorher erprobt. Man entschied sich dann für eine Variante, identisch der Sitze im Naturtheater Bad Elster. Nur wir haben die schönere Farbe. Wir haben die Silberfarbe und das Gold wird dann auf der Bühne erstrahlen. Also ich denke, damit sind wir bestens aufgestellt. Der Einbau der knapp 2000 Klappsitze hat Ende März begonnen. Derzeit werden sie auf die vorhandenen Betonsockel verschraubt. Die Gesamtkosten belaufen sich auf etwa 260.000 Euro. Ein Teil wird durch den Kulturraum Vogtland gefördert. Mit neuen Sitzen und erneuerten Toiletten ist man für die kommende Saison bestens gerüstet. Die ersten Veranstaltungen stehen fest. Die großen stehen fest. Es geht los am 1. Juni mit dem traditionellen Kinderfest. Zwei Wochen später werden wir das Spitzenfest eröffnen mit Nico Müller im Musical Sommer Open Air und am nächsten Tag mit Matthias Reim als Open Air. Als großen Auftakt für das Jubiläumsspitzenfest hier bei uns in Plauen. Es folgt die Theaterproduktion, die Zauberflöte. Es geht dann weiter mit Rockmusik, Little River Band am 3. August. Lea, Open Air, zwischen meinen Zeilen, als auch etwas für die Jugend. Fazit: Das Parktheater Plauen hat auch in dieser Saison eine Menge zu bieten. Zusammen mit den neuen Sitzplätzen wird es für alle Altersgruppen nun noch attraktiver.